Karl-Heinz Pohl. Ich war bis vor 7 Jahren war ich tätig in der Sinologie, habe die Sinologie hier geleitet und bin jetzt im wohlverdienten Unruhestand, wie Sie sehen. Ich bin ja immer noch aktiv, aber ich bin im Grunde einer von Ihnen. Ich bin auch ein Senior und ich lerne halt eben auch immer gerne noch was dazu. Gut, fangen wir gleich mit unserem Thema an. Damit keine Missverständnisse aufkommen, Sie sehen dieses Thema und Sie sehen, dass zumindest von diesen 3 Namen, die dort genannt sind, dass 2 Chinesen sind, Konfuzius und Lao Tzu. Buddha ist nun ein Inder gewesen, aber seine Lehre hat halt eben in China auch eine sehr große Rolle gespielt. Insofern spreche ich heute über China, ja, über die 3 Lehren, die Einheit der 3 Lehren in China und nicht sonst wo, egal. Und was sind diese 3 Lehren? Da stehen diese 3 Figuren halt eben für Konfuzianismus, Daoismus, Buddhismus. Das ist nun ein sehr großes Thema und jede dieser Lehren würde ein ganzes Seminar erfordern, um sie richtig näher zu bringen. Und wenn ich da heute die in einem Zug so gleichsam abhandle, so ist das ungefähr wie wenn ich, sagen wir mal, Christentum, Judentum und Islam in 1,5 Stunden abhandeln würde. Da kommt man ohne Vereinfachung nicht aus. Ja? Insofern werde ich auch die Dinge versuchen, ein bisschen zu vereinfachen. Ich beginne mit Konfuzius. Ich will mich auch ein bisschen kurz fassen bei jeder Folie und nicht irgendwie anfangen zu schwätzen, denn dann hat man gleich seine Zeit aufgebraucht. Sie sehen hier die Daten von ihm, hier auch eine Charakterisierung von Konfuzius, die in seinen Gesprächen auftaucht. Die Gespräche sind ja nicht von ihm selber geschrieben, sondern es haben Schüler später aufgezeichnet. Derjenige, der weiß, dass er es nicht schafft, seine Ideen zu verwirklichen und es dennoch versucht. Also jemand, der unermüdlich versucht hat, seine Ideen von einer geordneten Welt, von einem geordneten Land zu verwirklichen. Und wenn wir jetzt den Konfuzianismus etwas näher beleuchten, dann müssen wir zunächst mal feststellen, dass er weder eine Religion noch eine Philosophie in unserem Sinne ist. Also es ist keine Religion, insofern, dass es ihm nicht um gewisse transzendente Vorstellungen geht, keine Gottesvorstellungen und so weiter. Es ist aber auch keine Philosophie in dem Sinne, wie wir im Abendland Philosophie betrieben haben, vor allem seit den antiken Philosophen. Wenn man bedenkt, dass Philosophen wie Aristoteles oder Platon ja in erster Linie, vor allem Aristoteles, der Frage nachgegangen sind, wie können wir überhaupt etwas wissen? Ja, wie ist dieses sicher, dass ich überhaupt etwas weiß? Also das, was wir heutzutage als Erkenntnistheorie bezeichnen oder Epistemologie. Ja? Und diese Dinge sind den Chinesen völlig fremd geblieben. Ihre Philosophie ist eine reine Ethik. Also insofern, der Konfuzianismus ist eine oder besitzt Elemente einer Sozialethik und hat sich halt insofern bis heute auch gehalten als ein Wertesystem und es ist eine politische Ordnungslehre. Ja. Und die Chinesen sagen, im Unterschied zu diesen anderen beiden Lehren, die wir später bekommen, also Daoismus und Buddhismus, dass es eine Lehre ist, die in die Welt hineinführt, also eine Lehre des weltlichen Engagements. Im Gegensatz dazu sind die beiden anderen Lehren, Lehren, die aus der Welt herausführen, also sich nicht mit der Welt so gleichsam beschäftigen, mit anderen Worten mit der politischen Welt. Und der Einfluss des Konfuzianismus ist in China und in den angrenzenden Ländern wie Japan, Vietnam und so weiter, Korea, gewaltig gewesen und ist durchaus mit dem Christentum in Europa zu vergleichen. Wenn man bedenkt, dass Konfuzius also Mitte des ersten christlichen, vorchristlichen Jahrtausends gelebt hat, so ist seine Lehre noch älter als das Christentum, also keine 2000 Jahre, sondern 2500 Jahre. Also ähnlich langdauernd und halt eben auch je nach politischer Couleur wird sie eher positiv oder eher negativ bewertet. Also das haben wir in China ähnlich wie mit dem Christentum. Beginnen wir mit dem Menschenbild des Konfuzianismus. Ja. Das Menschenbild ist zunächst mal so, dass der Mensch als allererstes als Beziehungswesen gesehen wird. Als Beziehungswesen, wie soll ich das verstehen? Ich bin zum Beispiel der
Sohn meiner Eltern. Ich bin der Vater meiner Kinder. Ich bin der Mann meiner Ehefrau. Ich bin der Bruder meines Bruders. Ich bin der Freund meiner Freunde. Ich bin ein Mitglied in meiner Gemeinde und ich bin schließlich auch ein Mitglied in diesem Land. Ja? Und über diese Beziehungen wird der Mensch erst im Konfuzianismus definiert. Und die Chinesen kennen im Grunde fünf Grundbeziehungen. Fünf Grundbeziehungen, das ist die zwischen dem Minister und seinem, dem Fürst und seinem Minister Untergebenen, die zwischen Ehemann und Ehefrau, die zwischen Vater und Sohn, zwischen Gebrüdern und schließlich zwischen Freunden. Ja, das sind diese sogenannten fünf Grundbeziehungen. Und in diesen Grundbeziehungen gilt es, Verantwortungen und Pflichten zu übernehmen, eine Rolle zu spielen praktisch. Ja? Und das ist ein Menschenbild, das durchaus anders ist, als wir inzwischen in Europa haben, wo wir den Menschen als Individuum verstehen. Ja, was bedeutet Individuum? Der eine oder andere hat noch Latein auf der Schule gelernt und weiß so ein Wort aus seinen Einzelteilen zu verstehen. Individuum. Das Unteilbare, das unteilbar Letzte, also die letzte Einheit. Ja? Und wir verstehen das Individuum, also seit der Aufklärung, als eine Einheit, diese letzte unteilbare Einheit, die halt eben mit gewissen Rechten versehen wird und die halt eben, um Gerechtigkeit entstehen zu lassen, das ist zum Beispiel die berühmte Theorie von John Rawls, einem ganz großen Theoretiker der Moderne, hat ein Buch geschrieben, A Theory of Justice, also eine Theorie der Gerechtigkeit, dass man eigentlich von seinen Beziehungen absehen muss, um Gerechtigkeit walten lassen zu können. Ja? Also eine grundlegend andere Auffassung vom Menschen. Kritiker sagen, diese westliche Auffassung ist eher eine atomistische Auffassung vom Menschen. Also dass jedes Individuum wie ein Atom ist. Atom haben wir auch zumindest eine Zeit lang gedacht, dass es unteilbar sein, die letzte Einheit und dass halt eben die Menschen so gleichsam wie beziehungslose Atome agieren. Ja. Also im Kontrast dazu, der Konfuzianismus sieht den Menschen zuallererst im Kontext seiner Beziehungen. Und die Ethik des Konfuzianismus wird deshalb halt eben auch als eine Rollenethik bezeichnet. Ja, also es kommt darauf an, welche Rolle ich spiele, um ethisch gut zu handeln. Ja? Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, wenn wir das chinesische Wort, mit dem Sie heute Ethik übersetzen, das ist ein Begriff, der im alten China gar nicht vorkam in dieser Weise, aber dieser Begriff kam vor, dieses Lun. Und dieses Lun, das sind diese fünf Grundbeziehungen, also die fünf, die ich gerade genannt habe. Ja? Und insofern wird Ethik auf Chinesisch übersetzt als Prinzipien zwischenmenschlicher Beziehung. Ja? Das ist die Vorstellung, die die Chinesen konfuzianisch von Ethik haben. Ist irgendwie schon ein anderer Akzent, als was wir unter Ethik oder unter Moral verstehen. Dann ist wichtig, dass der Staat wie eine große Familie verstanden wurde und also dass man gleichsam dieses Familienmodell, das der Nukleus, der Kern der Gesellschaft ist, dass man auf den ganzen Staat überträgt. Und das ist auch ein deutlicher Gegensatz zu unseren Vorstellungen. Wir haben ja seit Thomas Hobbes, John Locke und solchen Leuten haben wir ja, oder Jean-Jacques Rousseau, das Vertragsmodell des Staates. Ja, dass die Mitglieder so gleichsam einen virtuellen Vertrag schließen, dass sie ihre Macht so gleichsam einem Leviathan, einem übergeordneten Macht irgendwie anvertrauen, um halt eben diese Herrschaft des Dschungels zu beseitigen. Das ist jedenfalls die Theorie von Thomas Hobbes, die halt eben für uns ganz wichtig geworden ist. Also wie gesagt, Vertragsmodell versus Staat, Gesellschaft wie eine große Familie. Wenn der Staat so verstanden ist, was ist dann die Legitimation von Herrschaft? Die Legitimation von Herrschaft ist halt eben, dass diejenigen, die an der Spitze stehen, eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen. Ja? Sie eine vorbildhaft agieren und natürlich, dass sie gerecht handeln. Jedenfalls ist so gesehen, sind andere Dinge wichtiger als bei uns. Bei uns sind ja vor allem seit der Aufklärung
Rechte, die der Mensch von Natur aus nun besitzen soll, Naturrechtsvorstellung und Freiheit, Gleichheit und solche Dinge, sind halt eben wichtig geworden. Im chinesischen Kontext ganz anders, halt eben familiäre Qualitäten, Pflichten, Verantwortung und so weiter. Das ist halt eben zentral. Und das gesellschaftliche Wohlergehen, ich sagte vorher schon, hängt einerseits ab von der Vorbildhaftigkeit der Führenden, aber andererseits auch von der Selbstkultivierung jedes einzelnen Menschen. Ja, das ist, da gibt es einen berühmten Text, das heißt die große Lehre, da wird es zurückgeführt, dass der Frieden auf der Welt praktisch abhängt von der moralischen Kultivierung eines jeden Einzelnen. Jeder ist mitverantwortlich, ja, seine Tugend zu entwickeln. Ja, also Tugend ist insofern der Eckpfeiler von sozialer Ordnung, ist der Eckpfeiler sogar von Weltfrieden. Dann auch ganz wichtig für die Konfuzianer die sogenannten Riten oder das rituelle Verhalten, rituelles Verhalten, rituell schickliches Verhalten. Sie alle wissen vielleicht, Sie haben es erlebt, als Sie vielleicht in China waren, dass die Chinesen sehr, sehr höflich sind. Sie ein rituell höfliches Verhalten besitzen. Ganz anders als bei uns. Das sieht man aber auch, wenn wir hier irgendwo anders hingehen. Wenn wir nach Frankreich gehen, erleben wir die Franzosen auch als viel höflicher. Selbst die Amerikaner sind höflicher als wir. Also da, aber wichtig ist, dass die Höflichkeit mit diesen Vorstellungen der Riten etwas zu tun haben. Und diese Riten sind in China sehr positiv besetzt. Bei uns ist ja nun Ritus etwas, was inzwischen eher eine Quantität negligible geworden ist. Also je weniger Riten, umso besser, könnte man sagen, ja? Sind etwas aus der alten Zeit. Aber in China bedeutet Riten oder rituelles, schickliches Verhalten, bedeutet die äußere Manifestation von Tugend. Ja? So zeigt sie sich. Wenn ich im Inneren kultiviert bin, dann zeigt sich das nach außen, indem ich mich rituell gut, schicklich verhalte. Und was ist nun die zentrale Tugend der Chinesen, das ist die sogenannte Mitmenschlichkeit, Ren hier. Das Zeichen ist im Grunde schon sehr aussagekräftig, es steht nämlich aus zwei Teilen. Die linke Hälfte ist das sogenannte Klassenzeichen für Mensch und die rechte Hälfte ist die Zahl 2. Also mit anderen Worten, Mitmenschlichkeit ist, sich zu verhalten wie Menschen zusammen, nicht einfach wie nur einer alleine, beziehungslos, atomistisch, sondern immer halt eben im Kontext mit anderen. Das ist halt eben wichtig. Und was bedeutet Mitmenschlichkeit? Es wird halt eben auch verschiedenartigerweise übersetzt. Manchmal wird es als Güte übersetzt, manchmal sogar einfach auch nur als Liebe. Denn Liebe ist sicher nicht, auch, sich nicht verkehrt, denn das Grundelement ist halt eben, wie diese Gen entsteht, wie diese Mitmenschlichkeit entsteht, die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Es wird so gleichsam als Kernerlebnis, als Urerlebnis verstanden und diese Liebe, die gilt es so gleichsam auszudehnen auf alle Menschen. Also, ich sagte vorher schon, weil das Ganze aus der Familie stammt, dieses Denken aus der Familie, insofern sind halt eben Einstellungen, die familiär angesiedelt sind, ich sagte schon, Pflichten, Verantwortung, Konsens, Vorbildhaftigkeit, das ist alles ganz, ganz wesentlich im Konfuzianismus. Dann ist der Konfuzianismus auch eine Erziehungslehre. Konfuzius ging davon aus, dass die Menschen zum Guten erzogen werden konnten. Und das Lernen spielt insofern eine ganz zentrale Rolle. Lernen wird allerdings jetzt, sagen wir mal, nicht so sehr verstanden wie Anhäufung von Wissen, sondern Lernen, ein gutes Leben zu führen. So ähnlich wie es noch bei den alten Griechen, auch in der platonischen Akademie gemacht wurde. Ja, und wurden die Menschen, die dort irgendwie lernten, auch dazu angehalten, ein gutes Leben zu erreichen. Das ist Lernen. Wie dem auch sei, Lernen steht an erster Stelle des wichtigsten Klassikers der Konfuzianer, nämlich die Gespräche des Konfuzius. Das allererste Schriftzeichen ist Lernen. Und der Satz heißt Lernen und das Gelernte von Zeit zu Zeit
einüben, ist das nicht auch eine Freude? Damit beginnt der ganze konfuzianische Kanon mit dem Lernen. Der zweite Satz ist dann halt eben, wenn Freunde von weit her kommen, ist das nicht auch eine Freude? Damit haben die Chinesen 2008 die Menschen zur Olympiade begrüßt. Ja? Wie dem auch sei, man bedenke, ich versuche das immer ein bisschen zu vergleichen mit unseren Vorstellungen. Bei uns ein ganz wichtiger Satz, der halt eben, sagen wir mal, über 2000 Jahre eine ungeheure Wirkungsgeschichte entfaltet hat, ist der Anfangssatz des Johannesevangeliums. Ja? Am Anfang war das Wort. Ja? Logos. Man bedenke, unser Kanon hätte einen Satz gehabt, im Anfang war das Lernen. Welche Nachwirkungen das hier bei uns gehabt hätte. Ja? Und in China hat es diese Nachwirkungen gehabt. Wir haben mit den Chinesen, erleben sie vielleicht weniger als ich, weil ich sehr viele chinesische Studenten gehabt habe, haben ungeheuer fleißige Chinesen. Ja? Die sind als Studenten sehr, sehr fleißig, sind fleißiger als unsere Studenten, weil es dort eine richtige Lerntradition gibt. Ein anderer wichtiger Gedanke, der für den Konfuzianismus ganz, ganz wesentlich geworden ist, halt eben, dass das Volk die Basis bildet. Hier haben Sie zwei Zitate aus einem ganz alten Klassiker, das Buch der Urkunden. Und da heißt es, unsere großen Vorfahren hatten eine Lehre, dem Volk soll man nahe sein und es nicht geringschätzen. Das Volk ist die Basis des Landes, ist die Basis fest, so herrscht Frieden im Land. Oder der Himmel liebt das Volk, der Himmel sieht, wie mein Volk sieht, der Himmel hört, wie mein Volk hört. Ja, also aufgrund dieser Textstellen gibt es schon ganz früh im chinesischen Denken eine Richtung, die halt eben dem Volk ganz, ganz große Bedeutung zumisst. Und dieses Denken wird auf Chinesisch bezeichnet als Min, Min ist Volk. Und Ben bedeutet so gleichsam die Wurzel, die Basis. Ja? Also Volk als Basis. Und solche Sätze haben natürlich auch eine gewisse Nähe zu unseren Demokratievorstellungen, haben aber auch eine Nähe zum Marxismus, der, wie Sie ja wissen, nun seit 70 Jahren in China auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, schon mehr als das. Dann ein weiterer ganz zentraler Gedanke ist der Harmonie. Das ist ein Gesellschaftsideal. Man kann es eigentlich nur vergleichen mit Idealen, wie wir sie in unserem christlich-abendländischen Kontext haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen bei uns eine Idealvorstellung spontan einfällt. Wenn Sie auf keine kommen, dann sage ich Ihnen eine, wie zum Beispiel die Nächsten. Nächstenliebe ist ja eine Idealvorstellung. Oder Frieden, der christliche Friede. Bei den Katholiken gibt man sich immer noch am Ende der Messe den Friedensgruß. Eine Idealvorstellung deshalb, denn wenn man bedenkt, 2000 Jahre christliches Abendland, das war alles andere als eine Zeit des Friedens, war auch alles andere als eine Zeit der Nächstenliebe. Gleichwohl haben sich diese Ideale in Europa gehalten als ganz zentrale Vorstellung. Ja? Und in China ist es das mit der Harmonie. In China hat es sicher Zeiten gegeben, wo von Harmonie nicht sehr viel zu sehen oder zu spüren war, aber es ist das oberste Gesellschaftsideal gewesen. Ja? Und Harmonie stammt natürlich, sagen wir mal, auch wieder aus dem familiären Konsens. Denn eine Familie braucht Harmonie. Wenn eine Familie nicht harmonisch lebt, dann bricht sie auseinander. Zwischen Ehemann und Ehefrau oder was auch immer. Ja. Und um deutlich zu machen, welchen Stellenwert Harmonie im chinesischen Kontext besitzt, zeige ich Ihnen mal die drei zentralen Hallen des Kaiserpalastes. Sie waren jetzt in China. Der Kaiserpalast, der so grob gesagt, der ist zweigeteilt. Der hintere Teil, das sind so die privaten Gemächer des Kaisers, wo auch die ganzen Frauen und Konkubinen und Eunuchen waren, was weiß ich was. Und der vordere Teil war halt eben derjenige Teil, in den er seinen Geschäften nachgegangen ist. Und dieser vordere Teil, der ist drei gegliedert, und zwar durch drei Hallen. Und die erste Halle ist die Halle der höchsten Harmonie. Das ist so dieses Bild, das Sie alle sicher schon mal von China gesehen haben.
wenn man gleich nachdem man reinkommt, diese große Halle vor einem. Und dann kommt aber noch zwei Hallen hinten dran. Das ist die Halle der Bewahrung der Harmonie, das ist die letzte, und die Halle der mittleren Harmonie, der Mitte und Harmonie ist natürlich in der Mitte zu sehen. Also hier, das ist die mittlere Harmonie, das ist die Bewahrung der Harmonie, die letzte. Also daran kann man irgendwie den Stellenwert ermessen, was Harmonie für das alte konfuzianische China bedeutete. Dann gibt es ein paar Sentenzen, die ich Ihnen jetzt nochmal auch nahe bringen möchte, die so ein bisschen das konfuzianische Ethos deutlich machen sollen. Und zwar von einem Reformer des 10. 11. Jahrhunderts namens Fan Zhongyan gibt es den Satz, sich das Wohl der ganzen Welt zur eigenen Aufgabe machen. Das war das Ethos des klassischen Konfuzianers. Und von ihm gibt es noch einen anderen schönen Satz, nämlich sich zuerst mit den Sorgen der Welt sorgen und sich zuletzt mit den Freuden der Welt freuen. Ja. Diese Sätze, die klingen auf Chinesisch irgendwie immer ganz anders, weil diese Parallelführung auf Chinesisch so schön deutlich wird. Weil Chinesen haben ja den Parallelismus in der Sprache wie kein anderes Volk aufgrund der Strukturen ihrer Sprache, die machen solche Parallelführungen so wunderbar möglich, weil immer jedes Schriftzeichen mit einem anderen korrelieren kann. Ja? Aber wie schön dieser Satz auch irgendwie eingebettet ist, will ich ihn auch irgendwie vorlesen, weil er steht in einer Aufschrift, einer Inschrift zu einem berühmten Turm, der Yueyang-Turm, der steht am Rande des größten Binnensees Chinas, dem Dongting-See. Ja? Und die Chinesen haben so die Fähigkeit, so ihre ethischen Vorstellungen, moralischen Vorstellungen einzubetten in Landschaftsbilder, in Überlegungen geschichtlicher Art. Und wir lesen mal kurz hier diesen Teil aus dieser kurzen Aufschrift. Da heißt es, oft habe ich mich gefragt, worin die Alten in ihrer Güte anders waren als wir. Der Schein der Dinge machte sie nicht glücklich. Nicht traurig stimmte sie das eigene Leid. Wenn sie am Hof in hohen Ehren standen, erfüllte sie das Leid des Volks. Wenn sie Verband an Seen wie diesem weilten, erfüllte sie der Schmerz um ihren Herrn. In Ehren litten sie und in Erniedrigung. Wann aber, frag ich, freuten sie sich denn? Sie würden sicher darauf sagen, sich zuerst mit den Sorgen der Welt sorgen und sich zuletzt mit den Freuden der Welt freuen. Ach, gäbe es nicht Menschen dieser Art, wer sonst denn könnte weisen uns den Weg? Also ich finde, ein schöner kleiner Text, der so diese konfuzianische Einstellung deutlich werden lässt. Ich habe Ihnen auch so Bilder gebracht von diesem Yueyang-Turm. Ja, hier ist dieser Turm direkt an dem See und hier ist diese Inschrift. Und was ich Ihnen jetzt gerade vorgelesen habe, ist jetzt gerade hier nur hier herunten dieses da. Ja. Damit komme ich jetzt zum Schluss meiner Überlegungen zum Konfuzianismus. Chinesische konfuzianische Tradition wird von bestimmten Leuten als immanente Transzendenz beschrieben. Ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, dass der Konfuzianismus keine Religion in dem Sinne ist, als es ihm um etwas Transzendentes geht. Es geht ihm um das Innerweltliche, um geordnete Beziehungen, um das gute Leben in guten, festen Beziehungen. Aber wie sehr das auch, wenn man so will, etwas quasi Religiöses hat, das geht aus diesem Text hervor, das stammt von einem zeitgenössischen, ganz wichtigen chinesischen Philosophen, der vor 20 Jahren erst gestorben ist. Er sagt, das Ziel konfuzianischer Kultivierung ist das Streben nach einer bestimmten Art des höchsten Lebens. Doch dieses höchste Leben ist nicht losgelöst vom alltäglichen Vollzug der zwischenmenschlichen Beziehungen. Deshalb ist es zugleich von dieser Welt und von der anderen Welt. Und wir behaupten, dass es nach der höchsten Stufe des Erhabenen trachtet, während es zugleich den rechten Weg im Bewahren der Mitte und im Alltäglichen erblickt. Ja? Also praktisch das höchste Gut wird verwirklicht in unserer Erfüllung der zwischenmenschlichen Beziehung. Das
wird also von zeitgenössischen Chinesen als immanente Transzendenz bezeichnet. Kurz zur Wirkungsgeschichte des Konfuzianismus. Wir haben dann ab dem 11. Jahrhundert den sogenannten Neokonfuzianismus, der wird dann halt eben tonangebend bis Ende des Kaiserreiches und wird heute immer noch gepflegt von bestimmten Philosophen, wie zum Beispiel dem, den ich gerade zitiert habe. Und was ist das Besondere an dieser, an diesem Neokonfuzianismus, dass er Elemente des Buddhismus und des Daoismus in sich aufgenommen hat. Also da begegnen wir schon der sogenannten Einheit der drei Lehren. Ja. Interessant ist, wenn man die ganzen wichtigen Neokonfuzianer betrachtet, die waren zuerst fasziniert vom Buddhismus und sind dann erst später, so gleichsam, haben sie sich wiederbekehrt zum Konfuzianismus. Das Europa der Aufklärung war begeistert vom Konfuzianismus. Das, wir haben erfahren vom Konfuzianismus durch die Jesuitenmissionare. Die Jesuitenmissionare, die Ende des 16. Jahrhunderts nach China gekommen waren, allen voran ein gewisser Matteo Ricci, der China kannte wie kein zweiter, auch nach ihm, der auch mit den Chinesen so gleichsam auf einer Höhe konversieren konnte. Die sind ausgezogen, um China zu konvertieren zum Christentum, sind aber alle selber bekehrt worden zum Konfuzianismus. Die waren begeistert vom Konfuzianismus. Ja? Und die haben diese Meldungen zurückgemeldet nach Europa, zum Beispiel Leibniz oder sein Schüler Christian Wolff, die waren begeisterte Konfuzianer, wenn man das so sagen kann. Ja? Also so haben wir also auch einen gewissen Einfluss Chinas auf unsere Philosophie der Aufklärung. Voltaire war auch einer, der ganz begeistert war von China. Nun gibt es mit dem Konfuzianismus ein Problem. Er ist eine Idealvorstellung. Und Sie alle kennen die Rede vom real existierenden Sozialismus. Und so gab es auch den real existierenden Konfuzianismus. Es war ein Ideal, der in der Wirklichkeit oft genug versagt hat. Es gab Missstände, es gab Korruption und so weiter. Und insofern wurde der Konfuzianismus Anfang des 20. Jahrhunderts in der sogenannten 4. Mai-Bewegung von 1919 von führenden Intellektuellen, wenn man so will, mit Schimpf und Schande zum Teufel gejagt. Man hat also versucht, den Laden des Konfuzius zu zerschlagen. Stattdessen kamen dann Ideologien wie Marxismus auf, westliches Denken und so weiter. Ja. Aber wie alle Bewegungen der Geschichte, sie gehen so manchmal so wie Pendelschläge, so nach dem Yin- und Yang-Muster. Wenn es ein Extrem erreicht hat in die eine Richtung, dann wenden sie sich und es geht dann in die andere Richtung. Heute versucht man wieder so gleichsam das Beste aus diesen Traditionen, das noch da ist, zu gewinnen. Wir haben auch eine politische Aufwertung des Konfuzianismus. Wir haben Überlegungen zum Postkonfuzianismus. Das bedeutet also das, was noch übrig geblieben ist als Wertesystem in China. Ja. Und wenn man bedenkt, dass die heutigen politischen Ziele sind, das Schaffen einer harmonischen Gesellschaft und dass wir inzwischen Konfuzius aufgewertet haben, damals hat man seinen Laden zerschlagen wollen, in der Kulturrevolution war er auch irgendwie ein persona non grata. Inzwischen haben wir eine Bewegung von China, die errichtet keine Mao Zedong-Institute, auch keine Deng Xiaoping-Institut oder Sun Yat-sen-Institute, sondern Konfuzius-Institut. Da sehen wir, wie aufgewertet er geworden ist. Und wir haben eine Popularisierung, beispiellose Popularisierung durch eine Professorin aus Peking mit namens Yu Dan. Sie wurde berühmt durch eine Fernsehserie über die Gespräche des Konfuzius, wo sie über die Gespräche des Konfuzius sprach, wie sie sich so gleichsam in alltägliches Leben bewähren können, wie wir noch darauf zurückgreifen können, so gleichsam als Lebenshilfe. Gibt es übrigens auch auf Deutsch, Konfuzius im Herzen, alte Weisheit für die moderne Welt. Ja. Es ist sicher einer der größten Bucherfolge weltweit mit über 10 Millionen Exemplaren. Ja. Das muss man nachmachen, ja. Also in China allein, ja. Yu Dan. Damit schließe ich jetzt aber den Konfuzianismus ab und komme zu Lao Tse, dem Vertreter des Daoismus. Hier ein Zitat aus dem Tao Te Ching,
hier bei uns häufig noch in der alten Umschrift als Tao Te King bezeichnet, ja, Tao Te Ching. Was ist nun der Daoismus? Ich habe beim Konfuzianismus gesagt, der ist weder Religion noch Philosophie. Und bei dem Daoismus muss man es genau umgekehrt sagen. Man kann sagen, ist in gewisser Weise beides. Er ist Philosophie und ist Religion. Als Philosophie, wenn man bedenkt, da sind zum Teil ganz eklatante Gegensätze. Als Philosophie lehrt er Gelassenheit, vor allem auch angesichts des Todes. Ja? Aber in der Religion lehrt er, abgesehen, dass er davon ein Götterpantheon hat und magische Vorstellungen, auch natürlich eine Morallehre und so weiter, geht es darum, Erlangen von physischer Unsterblichkeit. Physischer Unsterblichkeit. Das ist also ein ziemlicher Gegensatz zu dieser philosophischen Einstellung, Gelassenheit angesichts des Todes zu gewinnen. Ja? Also physische Unsterblichkeit bzw. Langlebigkeit, so wird es heute interpretiert, durch Yoga-ähnliche Übungen. Früher geschah das durch die Suche nach einem Lebenselixier, die sogenannte Pille der Unsterblichkeit. Ja? Also alchemische Traditionen, die wir ja in Europa auch haben, vor allem im Mittelalter, die entsprechen diesen Dingen des Daoismus. Und diese Religion, diese daoistische Religion, die ist im Grunde Grundlage aller heutigen, bei uns so sehr populären, gesundheitsorientierten chinesischen Praktiken. Ja? Tai Chi Chuan, chinesische Medizin, TCM, wie sie genannt wird, oder auch das sogenannte Feng Shui, hier bei uns eher Feng Shui genannt, also wie richte ich meine Wohnung ein, damit ich ein gutes Leben habe. Ja? Das geht alles so gleichsam auf diese religiösen Vorstellungen zurück. Beim Konfuzianismus habe ich hervorgehoben, dass es ihm um Kultivierung geht, Selbstkultivierung, moralische Kultivierung. Ja? Jeder Mensch sich ethisch, moralisch kultivieren soll. Den Daoisten geht es eher um Kultivierung ihrer natürlichen Lebenskraft. Ja? Moral fern. Ja? Und es geht ihnen auch um eine Harmonie, aber nicht eine harmonische Gesellschaft, sondern Harmonie mit dem Weg der Natur, mit dem sogenannten Dao. Das Dao ist der unergründliche, die unergründliche Basis unseres ganzen Lebens. Wird auf Chinesisch als Weg bezeichnet. Dao. Früher Tao geschrieben, aber ausgesprochen Dao. Ja. Und wenn wir ihn nun als Philosophie betrachten, können wir fragen, wie offenbart sich nun der Weg, das Dao? Ja? Und da ist der Anfang des Hauptklassikers, dieses Tao Te Ching, ist bezeichnend. Da heißt es, der Weg, der sich nennen lässt, ist nicht der beständige Weg. Mit anderen Worten, er ist unergründlich. Wir können ihn nicht fassen. Ja? Das ist ähnlich, sagen wir mal, wie bei Cusanus oder die negative Theologie, die sagt, also alle Vorstellungen, die wir von Gott machen, wenn wir ihn versuchen festzulegen, Gott ist dies oder jenes, die Liebe oder egal was, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir können ihn nicht fassen. Wir können ihn höchstens negativ umschreiben, ja, was nicht ist. Ja. Und so halt eben auch der Weg. Er ist nicht erfassbar. Es gibt nur Annäherungen. Und eine Annäherung ist, er ist von selbst so, wie er ist. Selbst so sein. Er ist von selbst so. Mit anderen Worten, er agiert spontan. Wir sehen den Weg agieren, so gleichsam auch im Lauf der Jahreszeiten. Wer bewirkt es, dass die Bäume anfangen zu blühen? Ja? Die Natur, könnten wir sagen. Ja? So wird auf Chinesisch auch Natur bezeichnet. Das Große von selbst so sein. Da zeran. Das ist der chinesische Ausdruck für Natur. Ja? Und dann eine andere Annäherung ist die Umkehr. Umkehr ist die Bewegung des Weges, heißt es. Umkehr, was soll das bedeuten? Ich sagte gerade, der Lauf der Jahreszeiten. Ja? Wenn die Dinge ein Extrem erreicht haben, dann beginnen sie sich umzukehren. Wenn es im Sommer am heißesten geworden ist, dann beginnt es kühler zu werden. Wenn es im Winter am kältesten geworden ist, dann beginnt es wieder wärmer zu werden. Wenn die Sonne den Zenit überschritten hat, dann beginnt sie zu sinken. Also dieses Denken in zyklischen Vorstellungen, dass Dinge nicht einfach linear weitergehen, sondern dass sie
irgendwo mal an ihren Umkehrpunkt kommen. Das ist zentral auch im Daoismus. Und Schwäche, heißt es dann, ist die Nützlichkeit des Weges. Der Weg, der agiert nicht durch Stärke, sondern durch eine eher Zurückhaltung, durch Schwäche. Und diese Schwäche, das ist, wenn man so will, der sanfte Weg. Ja? Das steht in Zusammenhang mit Kampfkünsten. Man geht nicht fern, und das tun auch einige Theoretiker, die den Beginn des Daoismus ansetzen mit gewissen Strategieschulen, Kampfkünsten und Judo, dieses Wort, ist ja ein japanisches Wort, die Chinesen würden es Rodao lesen, die gleichen Schriftzeichen, sind ja chinesische Schriftzeichen, die Japaner nur ein bisschen anders aussprechen, bedeutet der sanfte Weg. Also es ist ja auch eine Kampfkunst, die halt eben auch aus dem Zurückweichen Kraft gewinnt. Also mit anderen Worten, wenn jemand kommt und will mich stoßen, dann gehe ich mit und leite die Kraft um. Oder wenn jemand mich zieht, gehe ich mit und leite diese Kraft um. Das ist halt eben der Grundgedanke beim Judo oder auch beim Aikido und solchen Kampfkünsten. Und insofern, von da gesehen, ist der Daoismus auch eine Überlebenskunst. Der ist eine Lebenskunst und eine Überlebenskunst. Und wie weit das halt eben mit dieser Schwäche zu tun hat, da gibt es ein schönes Zitat aus dem Tao Te Ching, Kapitel 70. Wenn lebendig, ist der Mensch weich. Wenn tot, ist er hart und trocken. Ja? Also das Weiche ist so gleichsam das Lebendige. Das Harte, das ist das Tote, wenn man so will. Also wichtig, Flexibilität, Lebendigkeit. Symbole dafür sind das Wasser, sind aber auch der Bambus. Ja? Hier der Bambus, der immer wieder gern gemalt wird von Chinesen, da heißt es, festgebissen im grünen Berg lässt er nicht los, seine Wurzeln setzt er tief in die Klüfte der Felsen. Trotz tausender Angriffe ist er fest wie eh, nimmt er den Wind von Osten, Westen, Süden und Norden. Ja? Der Bambus biegt sich, aber er lässt sich nicht brechen. Und das hat also auch einen englischen Beobachter zu gewissen Überlegungen geführt. Ein Sir Robert Hart, der hat für China das Zollwesen aufgebaut und war lange, lange Jahre in China. Und er hat darüber berichtet, hat gesagt, also ich habe China im Endeffekt nie richtig verstanden, aber eins habe ich gelernt, bei uns in meinem Heimatland, in England, da heißt es, lass dich nicht biegen, auch wenn es dabei zum Bruche kommt. Aber in China heißt es, lass dich biegen, aber lass es nicht zum Bruche kommen. Ja. Hier haben wir so Flexibilität, ja, Lebendigkeit. Das sind so Überlebensweisheiten, die aus dem Daoismus stammen. Deshalb halt eben der Daoismus eine Überlebenskunst. Andere Dinge sind wichtig in der Philosophie des Daoismus, das ist die Relativität der Dinge, dass alles relativ ist. Ja? Dass wir das eine nicht ohne das andere haben können. Und da heißt es, wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nicht-Gute gesetzt. Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht vollenden einander, lang und kurz gestalten einander, hoch und tief verkehren einander. Ja? Wir kriegen die Dinge immer im Kontext und nicht als Einzelnes. Dann ein ganz anderer zentraler Gedanke ist das sogenannte Nicht-Tun. Nicht-Tun heißt nicht so viel wie untätig sein, sondern nicht bewusst versuchen, die Dinge zu steuern. Ja? Denn das kann nach hinten losgehen. Vielleicht haben Sie das auch bei der Erziehung ihrer Kinder erlebt, ich selber habe das mit meinen Kindern häufig erlebt, je mehr ich versucht habe, sie in irgendeiner gewissen Weise zu drücken, umso eher war die Wahrscheinlichkeit, dass das genau gerade nach hinten losgegangen ist. Aber es ist was anderes. Jedenfalls, das ist halt das, sagen wir mal, nicht bewusste Steuern, sondern die Dinge gehen lassen. Das Laissez-faire, wenn man so will. Ja? Und da heißt es an einer Stelle, wer das Lernen übt, vermehrt täglich. Wer den Weg übt, also das Dao, der vermindert täglich. Er vermindert und vermindert, bis er schließlich ankommt beim Nicht-Tun. Aber beim Nicht-Tun bleibt nichts ungetan. Die Dinge passieren von selber. Ja?
Wir brauchen uns nicht ganz besonders darum zu bemühen. Und das ist nun auch ein Gedanke, der für die chinesische Art von Regieren wichtig ist. Hier sehen Sie einen Thronsaal aus dem Kaiserpalast. Und dieser Thronsaal auf dem Kaiserpalast hat hinten zwei dicke Schriftzeichen oben drüber stehen. Und diese Schriftzeichen sind Nichttun, Wu Wei, ja, Nichttun. Und insofern heißt es also auch an einer Stelle in diesem Tao Te Ching, in diesem Tao Te Ching Klassiker, wie regiert man ein Reich am besten? Wie man kleine Fischlein dreht. Was soll das heißen? Wenn ich kleine Fische brate und mache da mit dem Fuhrwerke, Bratenwender, wenn ich da irgendwie viel drin herummache, dann habe ich bei den kleinen Fischen sehr bald Fischbrei. Ja? Insofern, ein großes Reich regiert man, wie man kleine Fischlein brät. Man tut möglichst wenig an ihnen herummachen. Bis jetzt habe ich über den Daoismus als Religion gesprochen, auch ein paar Worte als Philosophie gesprochen, ein paar Worte als Religion. Der Daoismus ist eigentlich die einzige autochthone Religion Chinas. Ja? Der Buddhismus, bedenken wir, ist von Indien gekommen. Das Entstehen der daoistischen Religion, da müsste ich jetzt irgendwie länger ausholen, aber aus Zeitgründen mache ich das irgendwie ganz kurz. Er entstand etwa im zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Ja? Im Grunde zeitgleich mit der Einführung des Buddhismus in China. Der Buddhismus kam im ersten nachchristlichen Jahrhundert nach China. Und die daoistische Religion war gleichsam auch eine Antwort auf den Buddhismus. Man hat sich in Konkurrenz zum Buddhismus verstanden, man hat sich an den Buddhismus angelehnt. Und diese neue Religion des Daoismus, die verschmolz so gleichsam aus verschiedenen Strängen. Da haben wir so das Unsterblichkeitsstreben, ja, die Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit, gewisse Lebensverlängerungstechniken, dann Alchemie hatte ich schon genannt, magische Vorstellungen, auch gewisse Atemübungen, Yoga-ähnliche Übungen, dann aber auch die philosophischen Lehren von Laozi, die ich ja vorher geführt habe, dann wurde Laozi selber auch vergöttlicht, aber es gab auch politische Ideale, nämlich so das sogenannte Laissez-faire, dieses Nicht-Eingreifen in den Lauf der Dinge, ja. Und es spielte eine Rolle in der Han-Dynastie, also im 2., 3. Jahrhundert, bei einer Bewegung, die hieß Taiping-Bewegung. Jedenfalls gab es dann eine neue Religion, die nannte sich Fünf-Scheffel-Reis-Daoismus, Wudomidao. Also jeder, der da teilnahm, der sollte so gleichsam für das gemeinsame Fünf-Scheffel-Reis, also Scheffel, ein Hohlmaß, beitragen. Ja. Und diese Fünf-Scheffel-Reis-Daoismus war im Grunde eine strenge Morallehre. Das ist ja der Daoismus als Philosophie nicht. Der Daoismus als Philosophie ist, wenn man so will, eine amoralische Lehre. Es geht ihm nicht um Moral. Es geht ihm um das natürliche Leben, die Kultivierung auch der natürlichen Kräfte und so weiter. Aber dieser Daoismus hatte Fastenriten, da wurde gegen Liederlichkeit, gegen Trunksucht zu Felde gezogen. Und man hatte dort im frühen Daoismus Behandlung von Krankheit durch kollektive Sündenbekenntnisse. Man hatte auch ausgeklügelte Rituale, zum Teil auch sexuelle Rituale. Man hatte eine himmlische Bürokratie, die man sich vorstellte, und einen ganzen Pantheon von Göttern. Und man kann sagen, was sind die Charakteristika des Daoismus als Religion? Das Bestreben so zum Ursprung, zu dem Dao, ja, dem unergründlichen Urgrund von allem Leben, zu dem zurückzukehren. Und dass wir eine Übereinstimmung anstreben von Makrokosmos und Mikrokosmos. Also so wie in der großen Welt, so soll es halt eben auch in unserem in der kleinen Welt, vor allem auch im Körper geschehen. Und halt eben auch in unserer Wohnorientierung, da hat das Feng Shui ja auch mit zu tun. Und vor allem ein Streben nach Natürlichkeit, nach einem gesunden Leben. Man könnte sagen, wie die Lateiner, ja, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Wir haben
zwei Richtungen im religiösen Daoismus, das nur kurz. Es gibt den Daoismus der Himmelsmeister, das ist der älteste, die älteste Form des religiösen Daoismus, die heute immer noch aktiv ist. Sie hat ihren Ursprung im 2. Jahrhundert. Sie ist vor allem in Südchina verbreitet, in Taiwan. Es kennt ein Priestertum, aber ein nicht zölibatäres Priestertum. Ja. Es gibt dort so persönliche, heilige, offenbarte Schriften, die werden Register genannt und die sind dann gebunden an bestimmte Funktionen, oft verbunden mit Amuletten, die eine gewisse spirituelle Kraft besitzen sollen. Und das ist eine der ganz wesentlichen Richtungen des Daoismus. Er wird auch genannt Zheng-Yi-Daoismus, also das bedeutet orthodoxe Einheit. Und die Blütezeit erlebt er in der Tang-Zeit, das bedeutet noch im 7. bis 11. Jahrhundert und er ist bis heute immer noch lebendig. Und die zweite Schule ist die Schule der vollkommenen Wirklichkeit, die entstand erst 1000 Jahre später, ist vor allem im Norden verbreitet und im Unterschied zu dieser anderen Form ist sie monastisch orientiert, also Klöster. In Peking gibt es ein ganz großes Kloster als oberste Schaltstelle des Daoismus in China. Also wir haben eine monastische Orientierung und wir haben zölibatär lebende Mönche und Nonnen. Ja. Und interessant ist, bei der Philosophie dieser Schule der vollkommenen Wirklichkeit, dass buddhistische und konfuzianische Elemente praktisch ineinander greifen, dass sie alle aufgenommen werden. Also hier haben wir wieder einen Vorläufer der sogenannten Einheit der drei Lehren, die ja auch im Titel meines Vortrags steht. Also diese daoistischen Klöster, die bestehen bis heute. Und es gibt natürlich, ich habe das vorher gesagt, ein Pantheon an Göttern, aber es gibt keine Einheitlichkeit in den verschiedenen Schulen. Welche Götter gibt es da? Es gibt die sogenannten drei Reinen, das ist das ursprüngliche Qi, Qi, das ist diese Lebensenergie. Dann gibt es das Dao als zweite reine Reinheit und dann der kosmisch verklärte Laozi als Gründer des Daoismus. Also interessant haben wir da auch eine Trinität, ja? Eine Dreifaltigkeit als oberste Gottheit, ja? Die drei Reinen. Dann gibt es den Jade-Kaiser, die Königin Mutter des Westens, also auch weibliche Göttinnen. Aber ganz wesentlich im Daoismus die Vergöttlichung von Naturprinzipien. Ja? Yin und Yang haben so gleichsam Götterstatus, die fünf Elemente und so weiter. Nun, die Konfuzianer und die Daoisten, die haben sich zum Teil gekappelt, kritisiert und bemängelt. Ja? Die Daoisten, die haben an den Konfuzianern bemängelt, dass das konfuzianische Suchen nach den Idealen wie Mitmenschlichkeit, Respekt, Pflicht und so weiter nur dazu führt, dass diese verloren gehen. Beziehungsweise, dass man deren Gegenteile, nämlich die Unmenschlichkeit, fördert. Nämlich der Hintergrund dabei ist die Relativität der Dinge. Das habe ich ja vorher auch genannt. Ja? Gegensätze, solange man in diesem Denken befangen bleibt, die bedingen ja einander. Umgekehrt haben die Konfuzianer an den Daoisten kritisiert, dass die Daoisten lebten, als würden sie allein auf der Welt wären. Als wären sie allein auf der Welt. Ja? Als wäre eine menschliche Existenz ohne menschliche Gemeinschaft und deren notwendigen Ordnung möglich. Ja? Haben sie auch recht. Ja? Beide haben natürlich in gewisser Weise wiederum recht. Ja? Aber man muss es irgendwie so sehen, dass beide Lehren sich gegenseitig ergänzten. Sie ergänzten sich wie Yin und Yang. Ja? Das sind ja auch Gegensatzpaare, die sich aber nicht gegenseitig bekämpfen wie Kräfte der Licht mit Kräften der Finsternis, sondern Dinge, die ineinander greifen, die einander ergänzen. Ja? Der Konfuzianismus, der wurde halt eben gepflegt in der aktiven Lebensphase. Da war man einfach konfuzianisch orientiert. Man musste ja auch die ganzen konfuzianischen Klassiker auswendig kennen, um die Beamtenprüfung zu bestehen. Aber wenn man zum Beispiel entmachtet wurde, wenn man ins Exil geschickt wurde, wenn man verbannt wurde, egal wie, oder wenn man in den Ruhestand ging, dann hat man den Daoismus gepflegt. Ja? Nämlich man suchte im Daoismus
eine Gelassenheit angesichts der Unwägbarkeiten des Lebens. Insofern, beide Dinge haben sich für die chinesischen oder die früheren Chinesen immer wieder vereinigt in ihrem Leben. Wie dem auch sei, der Daoismus hat einen ganz großen Einfluss ausgeübt, vor allem auch indirekt auf Kunst, Literatur und Ästhetik. Und wenn wir, damit schließe ich den Daoismus ab, wenn wir ihn heute betrachten, sehen wir die Religion des Daoismus, die ist nach der Kulturrevolution wieder stark am Aufleben. Ja, die daoistischen Klöster sind alle voller Mönche und Nonnen. Ja, also das ist ein erstaunliches Comeback. Und die Philosophie des Daoismus ist auch sehr beliebt bei alternativen Intellektuellen. Und im Westen ist es ebenso. Die Philosophie, die war und ist auch sehr beliebt bei unseren Philosophen. Man bedenke, dass Heidegger ja versucht hat, mit der Hilfe eines chinesischen Gewährsmanns das Tao Te Ching zu übersetzen. Er hat ein großes Interesse an diesen taoistischen Weisheiten gehabt. Ja. Und die Religion vermischt mit Philosophie, mit Yin-Yang-Lehre, die ist, wenn man so will, Grundlage der ganzen Esoterik bei uns geworden. Ja? Also wenn Sie in einen Buchladen reingehen und suchen nach, schauen nach Esoterik, da haben Sie jede Menge Bücher über das Tao des Geldes, das Tao der Liebe, das Tao des Sex, was weiß ich was alles. Also wir haben, wenn man so will, die Suche nach einem Lebenselixier nur in anderer Form, in neuer, westlich zeitgemäßer Form. Ja? Nun komme ich zum Buddhismus. Können Sie noch Lebensdaten von Lao Tzu geben? Ja, der Lao Tzu, der lebte etwa, wenn er überhaupt gelebt hat. Das ist ja, das ist ja eine Figur, die nicht richtig historisch dingfest gemacht werden kann. Ja? Aber er lebt, wenn er gelebt hat, hat er ungefähr um die gleiche Zeit gelebt wie Konfuzius. Also sagen wir mal im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Aber darüber streiten sich die Gelehrten. Das Buch Tao Te Ching, ist das tatsächlich von einem sogenannten Lao Tzu geschrieben oder ist das nur eine Zuschreibung? Die meisten Fachleute, die neigen heute dazu zu sagen, das ist irgendwie eine Zusammenstellung von verschiedenen, aus verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Quellen, und dieser Lao Tzu ist eher eine, da mag irgendwie etwas dran gewesen sein, dass es so eine Figur gegeben hat, aber der Rest ist irgendwie legendäre Verbrämung. Ja. Aber man weiß nichts Genaues, und insofern bleibt diese Frage auch ungelöst. Hier Buddhismus, das ist übrigens aus Xiamen, der große Tempel an der Universität, ich weiß, ob Sie an dem gewesen sind, der südliche Bodhisattva-Tempel, ganz toller buddhistischer Tempel, auch in der großen Akademie, das ist das Schriftzeichen für Buddha, ja, Schriftzeichen für Buddha, auf Chinesisch Pho ausgesprochen, Pho. Der Buddhismus, das ist ja nun keine autochthone chinesische Religion, sondern indischen Ursprungs, gelangt im 1. Jahrhundert nach Christus nach China, und da gab es da auch gewaltige Probleme bei der Rezeption des Buddhismus. Erstens mal war der Buddhismus ja ursprünglich sehr mönchisch orientiert, also aus der Welt herausgehen und ein Kloster der Welt entsagen, und das entsprach überhaupt nicht dem konfuzianischen Familiensinn. Ja? Und insofern hat sich das heftig gebissen. Dann auch der indische, sehr spekulativ-philosophische Geist, der vertrug sich nicht mit diesem sehr pragmatisch, mit dieser pragmatisch orientierten chinesischen ethischen Tradition. Ja, Chinesen haben ja nie sowas wie, sagte ich ja mal zu Anfang, wie Erkenntnistheorie oder sowas ähnliches betrieben. Und diese diese indischen Lehren, die haben durchaus irgendwie reichen in dieses Feld hinein. Und insofern hat man sich am Anfang der Verbreitung des Buddhismus an dem Daoismus orientiert. Man hat die Termini, Begriffe aus dem Daoismus entlehnt, um buddhistische Dinge zu bezeichnen. Der Buchdruck, der verhalf dann halt eben
den Buddhismus zu weiterer Popularität. Ja, der Buchdruck, und den gibt es ja in China nun schon erheblich früher als bei uns. Wir denken, Gutenberg hat das Buchdrucken erfunden. Von wem? Also die Chinesen hatten das also einige Jahrhunderte vorher. Was sind nun die zentralen Lehren des Buddhismus? Sie bekommen ja nun noch eine extra Einführung in den Buddhismus. Nächste Woche, glaube ich, ist das, ja? Und von Fachleuten oder auch von Anhängern. Ich bin nun kein Anhänger. Ich sehe das eher ein bisschen aus der Distanz und sehe es also kulturhistorisch. Und insofern wird meine Sichtweise vielleicht etwas abweichen von der, die Sie nächste Woche kriegen. Aber beides kann sich ja durchaus auch ergänzen. Die zentrale Lehre ist jedenfalls, eine Antwort zu geben auf die Frage, wie gute und schlechte Taten vergolten werden. Und zwar im Leben selber oder nach dem Leben. Ja? Und das ist die sogenannte Lehre vom Karma. Von Karma und Wiedergeburt. Ja? Karma, das ist so gleichsam das, was von meinen Taten übrig bleibt, als so gleichsam Momentum. Wie ich mich verhalte, das führt zu bestimmten Dingen, die dann halt eben nun eine Wiedergeburt in irgendeiner bestimmten Form zur Folge haben. Und wenn ich mich schlecht verhalten habe, dann werde ich, so ist die buddhistische Vorstellung, in der Regel in eine niedere Existenz wiedergeboren. Wenn ich mich gut verhalten habe, dann in eine höhere Existenz. Ja? Das ist halt eben so der Gedanke, wie Schlechtes vergolten wird. Im Christentum hat man die Vorstellung vom jüngsten Gericht, dass halt eben die Guten in den Himmel kommen, die Bösen in die Hölle, die dazwischen ins Fegefeuer, wie auch immer. Ja? Also, wir haben einen Kreislauf von Wiedergeburten, je nach gutem oder schlechtem Karma. Und dieses wird halt eben nicht auf Chinesisch, sondern auf Sanskrit als Samsara bezeichnet. Ja? Karma ist auch kein chinesischer Ausdruck. Die chinesischen Begriffe habe ich da hinten dran, aber spielen ja für Sie weniger eine Rolle. Samsara, der Kreislauf der Wiedergeburt. Und nun gibt es vier edle Wahrheiten des Buddhismus. Und die erste Wahrheit ist, dass das Leben Leiden bedeutet. Das ist nun keine optimistische Sicht auf das menschliche Leben. Ja? Also nicht das Leben vor allem als Leiden betrachten. Ja? Dann die zweite Wahrheit ist, dass das Leiden seine Ursache hat, nämlich in Unwissenheit, in dem Durst nach Leben, ganzen Sinnenfreuden. Die dritte edle Wahrheit, dass es einen Ausweg gibt daraus. Und die vierte edle Wahrheit ist halt eben, diesen Ausweg zu benennen, nämlich in einem sogenannten achtfachen Pfad. Das ist so der praktische Weg, den der Buddhismus anbietet. Und was ist dieser achtfache Pfad? Das ist so eine Mischung aus ethischer Lebensweise, rechtem Wissen und geistiger Versenkung. Ja? Rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Streben, rechte Achtsamkeit und rechte Versenkung oder Sammlung. Ja? Also das Unterste ist halt eben diese geistige Versenkung. Die oberen sind halt eben eher, ethische Lebensweise. Also nur derjenige, der halt eben auch ein ethisch-moralisches Leben führt, der kann halt eben auch diese unteren Stufen erreichen. Ja? Insofern wäre es nicht gut, man versucht, dieses dann nun zu erreichen, ohne die anderen Teile des Weges abgearbeitet zu haben. Was ist nun das Ziel buddhistischer Disziplin? Das Durchbrechen des Kreislaufs der Wiedergeburten durch eine rechte Erkenntnis und durch eine rechte Versenkung, nämlich dann verlöscht aller Lebensdurst im Nirvana. Dann wird man nicht mehr wiedergeboren. Ja? Dieses Wiedergeboren bedeutet ja Leiden, und wenn diese Wiedergeburten aufhören, dann ist das Ende der Leiden. Ja? Und das ist das Nirvana. Also Ziel ist dann, diese Erleuchtung zu erlangen, dass man halt eben dass man nicht mehr in diesen Kreislauf der Wiedergeburten eintaucht. Das bedeutet, Buddhaschaft zu erlangen. Im Grunde ist es eine Erlösung. Ja, der Buddhismus ist auch in gewisser Weise eine Erlösungslehre. Ja. Wie komme ich von den Leiden der Welt weg? Wie werde ich davon erlöst? Nun gibt es ganz zentrale Vorstellungen im Buddhismus, die wir kurz abhandeln müssen. Zunächst mal, was das Selbst des Menschen ist. Ja. Und hier ist ein ganz zentraler Punkt der buddhistischen Lehre,
im Unterschied zum Hinduismus, zur Vedanta in Indien, nämlich, dass das Selbst eine Illusion ist, dass das Selbst im Grunde nicht existiert. Das Ich, das ist eine Illusion, das wir von uns haben. Ja? Deshalb sagt der Buddhismus in Sanskrit, das Anatman, das Nicht-Selbst, lehrt er. Ja? Was wir nämlich als unser Ich annehmen, ist nur eine Konvention, eine zufällige Zusammensetzung von verschiedenen materiellen und geistigen Daseinsfaktoren. Und die fallen halt eben beim Tode auseinander und die stellen sich bei einer Wiedergeburt dem Karma entsprechend neu zusammen. Das hatte ich ja vorher schon so angedeutet. Nun, das Ich ist also leer. Das Ich, das Selbst, existiert in dieser Form nicht. Aber die buddhistische Lehre geht in bestimmten Formen noch darüber hinaus. Nämlich, sie behauptet, dass alles leer ist. Alles ist leer. Aber was bedeutet leer? Leer bedeutet nicht irgendwie, dass die Dinge nicht existent wären, sondern leer bedeutet, dass die Dinge nicht von sich aus in der Welt sein können. Sie haben keine permanente Existenz aus sich selbst heraus. Sie entstehen alle in Abhängigkeit voneinander und zerfallen dann auch wieder. Sie kommen und gehen. Das bedeutet Leerheit. Ja? Das ist eine zentrale Vorstellung im Buddhismus. Ja? Das Entstehen in Abhängigkeit, dass nichts aus sich selbst heraus permanent existieren kann. Und weshalb ist diese Lehre der Lehre so wichtig? Diese Erkenntnis, dass alles, diese Erkenntnis der Lehre bedeutet, dass alles Anhaften an den Dingen, auch am eigenen Ich, am eigenen Selbst, dass das nutzlos und kontraproduktiv ist. Ja? Also die Erkenntnis der Lehre der Welt bedeutet, dass ich die Gier und das Anhaften wollen an den Dingen aufgeben kann. Auf diese Weise dann Erleuchtung oder Erlösung erziele. Das ist also der Hintergrund für diese Lehre der Lehre. Ja? Ist das verstanden worden? Ja? Nun gibt es zwei Traditionslinien im Buddhismus. Hinayana, das kleine Fahrzeug, und Mahayana, das große Fahrzeug. Jeweils kleine Fahrzeug verstanden zur Erlösung. Das kleine Fahrzeug passen nur wenige Leute drauf, auf das große Fahrzeug passen mehrere. Das kleine Fahrzeug, das bietet Erlösung nur dem Einzelnen an, der sich halt eben bemüht, den achtfachen Weg zu gehen. Das ist halt eben auch vor allem die mönchische Tradition. Und dieser Hinayana, der ist in Südostasien verbreitet. Also wenn Sie in Länder kommen wie Thailand oder Burma oder Ceylon, Sri Lanka, Laos und so, dort haben Sie diese Hinayana-Tradition. Die wird aber heute nicht mehr als Hinayana bezeichnet, sondern als Theravada. Wir leben ja in einer Zeit, wo Diskriminierung in jeglicher Form in Frage gestellt wird. Hinayana ist als kleines Fahrzeug, wird von den Buddhisten dieser Schule als diskriminierend empfunden, als etwas Kleines ist im Gegensatz zu etwas Großem. Insofern haben wir jetzt Theravada, das bedeutet die Lehre der Älteren. Ja? Das ist die Bezeichnung für diese Form, diese Tradition des Buddhismus. Und der Ideal, Ideal ist so gleichsam der Einsiedler. Wie sieht so ein Einsiedler, ein Arhat, wie er Sanskrit genannt wird, auf Chinesisch Lohan, wie sieht er aus? Sie sehen, also richtig schön hässlich. Das bedeutet, dass er halt eben so keinen Wert legt auf die Äußerlichkeiten der Welt und so für sich den Idealen des Buddhismus nachstrebt. Nun, im Gegensatz dazu haben wir das große Fahrzeug. Das ist also eine Bewegung, die etwa im dritten vorchristlichen Jahrhundert einsetzt, so, wenn man so will, eine Reformation des Buddhismus. Ja, man kann das durchaus mit unserer Reformation vergleichen. Und dort gibt es zentrale Vorstellungen, die ganz anders sind mit dem Hinayana, nämlich dass alle Lebewesen im Grunde schon die Buddha-Natur besitzen. Ja?
Das ist also praktisch diese Erleuchtung zu suchen, dass das im Grunde ja vergeblich ist. Das ist so, wie wenn man auf einem Ochsen sitzt, um einen Ochsen zu suchen. Ja? Man merkt es nur nicht. Ja? Und dieser Mahayana-Tradition, die öffnet sich nun auch für alle. Und mit dieser Mahayana-Tradition haben wir auch einen Laien-Buddhismus. Ja? Und dieser Mahayana, das ist die Schule, die nun in ganz Ostasien verbreitet ist, ja? Nämlich in China, Japan, Korea, ich muss hinzufügen, auch Vietnam. Vietnam, ja, als viertes Land. Ja? In diesen vier Ländern haben wir die Mahayana-Tradition, in den anderen Ländern Südostasiens haben wir die Hinayana- oder Theravada-Tradition. Was ist nun das Ideal im Mahayana? Nicht der Arhat, der Einsiedler, sondern der sogenannte Bodhisattva. Was ist ein Bodhisattva? Ein Bodhisattva ist, man kann ihn vergleichen mit den Heiligen in der christlichen Tradition. Ja. Es sind Leute, die schon die höchsten Stufen der Vollkommenheit erreicht haben, die aber dem endgültigen Nirvana entsagen, die also praktisch bereit sind, wieder in den Kreislauf der Welt wiedergeboren zu werden. Weshalb? Um allen Lebewesen bei der Erlösung zu helfen. Ja? Und in China gibt es zum Beispiel vier große Bodhisattvas, denen gehuldigt wird, für die es ganz große Zentren gibt, heilige Berge. Und wenn man das sieht, was dort für ein Kult abgeht, ist es so wie bei uns in der Kirche. Ja, also wenn gesagt wird, der Buddhismus ist also, sagen wir mal, eine Religion ohne Gott, dann ist das irgendwie nur eine sehr, sehr, soll man sagen, eine Sicht, die modifiziert werden muss. Also jedenfalls wie den Bodhisattvas gehuldigt wird, ist also mit unseren, entspricht durchaus unseren Vorstellungen von Religion. Aber das ist eine andere Sache, da könnte man jetzt noch mehr darüber verlieren. Aber das ist nun die wichtigste Bodhisattva für China. Das ist wird häufig als Göttin bezeichnet, Göttin der Barmherzigkeit. Interessant ist halt eben auch da diese Geschlechtsumwandlung. Dieser Bodhisattva, wenn wir die indische Ikonografie betrachten, da ist dieser Bodhisattva männlich, ja, wie alle Figuren. Die haben damals keine Frauenfiguren gehabt, also in dieser Form für den buddhistischen, in der buddhistischen Ikonografie. Sie aber in China. Manchmal zwischendurch sehr, sehr leise. Bitte? Entschuldigung, Sie sprechen manchmal zwischen sehr, sehr leise, das kommt dann hier hinten nicht mehr. Also, ich wollte sagen, dass in der indischen Ikonografie Frauen keine Rolle spielen, des Buddhismus. Ja? Aber in China ist dann halt eben dieser Bodhisattva, der nahm also im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrhunderte, muss man sagen, immer mehr weibliche Züge an. Und wenn wir heute Figuren dieses Bodhisattvas sehen, dann sieht er oder sie halt eben weiblich aus. Ja? Interessant, also die Chinesen haben ja auch das Yin-Yang-Denken. Yin-Yang steht ja auch für weiblich-männlich, dass das irgendwie immer zusammengehört. Und insofern entspricht das also auch in gewisser Weise so auch Tendenzen wie in der christlichen Tradition mit dem Marienkult. Also die Anrufung dieser Guanyin, dieses Bodhisattvas Guanyin, entspricht durchaus der Anrufung Marias als die Heilige der Barmherzigkeit. Aber die sind jetzt in der höchsten Erlösung, aber nicht im Nirvana. Genau. Aber werden nicht wiedergeboren, oder? Genau. Sie sind in der Welt, wenn man so will, und haben sich nicht endgültig qua Nirvana aus der Welt heraus geklinkt, sondern sind immer noch da und können angerufen werden, weil sie allen praktisch helfen. Dann ist ganz wichtig zu erwähnen, eine Form des Buddhismus, ich denke in der nächsten Woche, wenn Sie da zu einem Buddhismuszentrum hingehen, dann hat das auch damit zu tun, nämlich Zen-Buddhismus, auf Chinesisch Chan-Buddhismus genannt. Chan bedeutet Meditation. Ja? Diese Form des Buddhismus ist eine besonders typisch chinesische Form des Buddhismus, weil sie nämlich mit dem Daoismus so gleichsam verschmolzen ist zu einer Einheit. Ja? Man kann sagen, es ist die chinesischste Form des Buddhismus. Und der Ursprung ist das sogenannte Shaolin-Kloster, wo wir auch so die Kampfkünste beheimatet haben. Heute ist der Zen-Buddhismus natürlich sehr populär in Japan und aber auch im Westen.
in den USA vor allem, aber wie gesagt auch bei uns in Frankreich ebenso. Was bedeutet für den Zen-Buddhisten Erleuchtung? Erleuchtung bedeutet bewusstes Leben im Hier und Jetzt. Ja? Die üben zwar auch Meditation, aber in der Glanzphase des Chan-Buddhismus in China wurde selbst Meditation abgelehnt, sondern einfach das bewusste Leben im Hier und Jetzt. Der wahre Weg, der wahre religiöse Weg, heißt es an einer Stelle, Wasser holen und Holz hacken. Wasser holen und Holz hacken, also Alltäglichkeit. Den alltäglichen Verrichtungen nachgehen, aber mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Achtsamkeit, mit dem richtigen Bewusstsein. Ja? Das ist der Weg des Zen. Und hier Alltäglichkeit sehen Sie auch, wie das sich in der Kunst widerspiegelt. Das ist ein berühmtes Bild von einem chinesischen Maler Muti, etwa 11. Jahrhundert, glaube ich, das jetzt in Japan hängt, in Kyoto. Ja, die Persimonen oder Kaki-Früchte zu sehen und wie ganz spontan hingepinselt. Ja. Oder hier eine der ganz wesentlichen Figuren des Chan-Buddhismus oder Zen-Buddhismus bei dem Verrichten einer ganz alltäglichen Sache, nämlich dem Holzhacken. Ja, ich sagte vorher, Wasser holen und Holzhacken hier in Bambus. Nun ist der Buddhismus aber in China sinisiert worden. Er hat sich angepasst an chinesische Verhältnisse und das ist vor allem angepasst an konfuzianische Prioritäten. Ich sagte andererseits, dass er sich auch an den Daoismus angepasst hat. Er hat nämlich Terminologie, Begriffe wie zum Beispiel Dao und so weiter, alles vom Daoismus übernommen. Später wurde das abgelehnt, aber ursprünglich gab es diese Anlehnung. Aber er hat so gleichsam konfuzianische Prioritäten aufgenommen und er ist in gewisser Weise auch ein Buddhismus nicht mehr der Weltabgewandtheit geworden, sondern auch des innerweltlichen Engagements. Und ich will das jetzt versuchen, an zwei Beispielen deutlich zu machen. Einmal der lachende Buddha. Ja, der lachende Buddha. Was ist der lachende Buddha? Der lachende Buddha ist eigentlich der Buddha der Zukunft, der kommende Buddha. Auf Sanskrit Maitreya genannt. Ja. Und hier haben Sie ein Bild von dem Maitreya Buddha in Indien. Ja. Sie sehen eine sehr ernst blickende, schlanke Gestalt. Und wenn Sie jetzt nach China schauen, was ist aus diesem Maitreya Buddha geworden? Der lachende Buddha. Ja. Dickem Bauch, Lachen. Das ist ein krasser Unterschied zu der Maitreya-Vorstellung in Indien. Ähnlich wie das mit diesem Bodhisattva Guanyin geworden ist. Ne? Also einmal Mann und in China wurde es zu einer Frau. Ja? Hier, da sehen Sie halt den lachenden Buddha. Hier ist in Hangzhou, in der Nähe von Shanghai, in der Fußgängerzone. Er wird gerne mit vielen Kindern dargestellt. Mit vielen Kindern, das ist interessant. Weshalb diese vielen Kinder? Ja? Schauen Sie, die turnen auf ihm herum, da so machen Kunststücke. Manchmal verhalten sie sich auch ein bisschen respektlos, wie er da. Ja, aber was bedeutet der lachende Buddha? Wenn wir ihn mal so ein bisschen interpretieren, das Lachen bedeutet, vielleicht ist der Buddhismus gar nicht so eine pessimistische Lehre. Ja? Das Leben ist Leiden. Ja, wir leben nur in einem Yamatal. Ja? Sein dicker Bauch. Eigentlich wird das interpretiert, dass sein dicker Bauch dafür gut ist, dass er praktisch alle Leiden der Welt, alle Sorgen der Welt aufnehmen kann. Ja? Aber in China kann es auch was anderes bedeuten. Nämlich, wir wissen ja, dass China ein Land ist, das um die Esskultur kreist. Also Essen ist das Wesentliche des Menschen. Ja? Und das Zusammenessen um einen runden Tisch herum ist ganz, ganz zentral. Ja? Also gutes Essen gehört zum Leben. Und dann die vielen Kinder, die auf ihm herumturnen, ja, das ist auch sehr konfuzianisch, denn Nachkommen sind wichtig, Kinder sind wichtig, Familie sind wichtig. Da sehen Sie also, dass Sie halt hier mit diesem lachenden Buddha ein Beispiel haben, wie der Buddhismus in China sinisiert oder konfuzianisiert wurde. Und wie sieht der Buddhismus heute in China aus? Wir haben eine Mischung von Chan-Buddhismus und einem gewissen Erlösungs-Buddhismus,
Was bedeutet Erlösungsbuddhismus? Das ist eine schlichte Form des Buddhismus, die sehr, sehr verbreitet ist, nicht nur in China, sondern auch in Japan. Es ist die Anrufung eines früheren Buddha. Ich sagte, der Maitreya ist der kommende Buddha. Der Buddha Gautama Siddhartha, das war so gleichsam der Buddha der unserer Zeit, der war jetzt vor 2.500 Jahren gelebt hat, aber davor soll es, Äonen davor soll es schon einen Buddha gegeben haben, und dieser wird genannt Amitabha. Amitabha auf Chinesisch Omitofo und auf Japanisch Amida. Und dieser Amitabha Buddha, der soll so gleichsam in einem westlichen Paradies thronen. Westliches Paradies, das hat jetzt nicht mit uns, mit dem Westen zu tun, sondern der Westen war für die Chinesen immer Indien, ja, wo der Buddhismus herkam. Und in diesem westlichen Paradies, und wenn wir den Namen des Amitabha Buddha gläubig anrufen, vor allem in der Stunde unseres Todes, dann werden wir in seinem westlichen Paradies wiedergeboren. Und von diesem westlichen Paradies ist es dann nur noch ein Katzensprung ins endgültige Nirvana. Ja? Also diese Form des Buddhismus, die ist am verbreitetesten, ist, weil sie auch intellektuell am schlichtesten ist und für viele Menschen. Ja? Insofern haben wir dieses Anrufen des Amitabha. Die Chinesen beten dann Namu Amitofo, Namu Amitofo, Namu Amitofo. Ja? Und wenn sie mir jetzt zu nahe treten würden, würden sie sehen, dass ich einen Schlips anhabe, auf dem ein paar chinesische Schriftzeichen drauf sind. Und das ist genau das, was diese Anrufung des Amitabha Buddha ist, die Anrufung Buddhas. Ja? Namu Amitofo. Insofern kann ja nicht schaden. Aber ich habe Schlipse mit chinesischen Motiven für jeden Vortrag, den ich halte, wenn man so will. Ich habe da ein ganzes Sammelsurium. Wenn man über den Buddhismus in China spricht, müsste man natürlich auch über den tibetischen Buddhismus sprechen. Aber der tibetische Buddhismus ist eine völlig andere Form. Er gilt auch als ein Fahrzeug, wie das kleine Fahrzeug, das große Fahrzeug. Er heißt das diamantene Fahrzeug. Ja? Und, aber der hat auch Formen, Ausformungen, die ganz eigen sind und würde einen eigenen Vortrag bedürfen. Ich bin aber auch kein Spezialist für den tibetischen Buddhismus. Wie dem auch sei, wir haben in China durchaus eine Entwicklung zu einem innerweltlichen, humanistischen Buddhismus, und ich will das deutlich machen, hier in Taiwan gibt es eine buddhistische Nonne, die hat inzwischen einige Berühmtheit erlangt, Zhang Yan, die ist Gründerin einer Stiftung, Zichi, das bedeutet so viel wie, wenn man so will, so wie Caritas, ja, so das Bemühen, sich um das Wohl der Menschen zu kümmern in verschiedensten Formen. Ja? Und durch diese Zichi-Stiftung ist der Buddhismus in Taiwan eine ganz wichtige gesellschaftliche, politische sogar Kraft geworden. In Japan ist ja das übrigens auch durch gewisse Gesellschaften. Ja? Also hier haben wir eine neue, wenn man so will, Innerweltlichkeit des Buddhismus. Hier sehen Sie, dass die Klöster in China auch durchaus nicht leer sind. Also anders als bei uns haben Sie hier sehr junge Mönche und Nonnen auch in Klöstern. Das ist jetzt wieder ein Bild aus Xiamen. Und wie sieht die buddhistische Praxis in China heute aus? Es geht im Grunde dem Buddhisten um Ethik, um Sinnstiftung. Ja? Die Vorstellung von Karma, dass bestimmte schlechte Taten halt eben vergolten werden, dass gewisse guten Taten natürlich auch belohnt werden. Ja? Und es ist ein Kult, um auch ein glückliches Leben zu erreichen im Hier und Jetzt. Viel weniger halt eben, um halt eben sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszuklinken. Das spielt keine Rolle für die meisten Buddhisten in China, sondern das glückliche Leben im Hier und Jetzt. Das ist nun an einem der heiligen Berge, dem Wutaishan, hier aufgenommen. Das ist ein riesiges buddhistisches Zentrum mit Hunderten von Klöstern. Das ist ganz gewaltig. Und wenn man sieht, wie dort die Religiosität, die Frömmigkeit abgeht, ja, wie Leute auf Knien zu diesem Bodhisattva, da wird ein Bodhisattva, Manjushri, wird dort verehrt. Ja.
dann, wenn Sie das vergleichen in Rom mit der Heiligen Treppe oder mit Santiago de Compostela, ist also kein großer Unterschied. Und insofern ist unser Verständnis des Buddhismus vielleicht korrekturbedürftig. Wir sehen so gleichsam den Buddhismus gerne als, zum Teil sogar ja auch nur als Philosophie, ja, als eine Religion ohne Gott nämlich, so gleichsam als alternative Religion für religionsferne Westler. Und wir sehen halt eben als Mystik. Aber das wäre vergleichbar, wenn Chinesen unter Christentum nur die mittelalterliche Mystik, sagen wir mal, von Meister Eckhart oder Hildegard von Bingen verstünden. Ja, das wäre zu kurz gesprungen. Ja, dann würden wir der Bedeutung des Christentums nicht gerecht werden. Insofern wäre das eine Reduktionierung des Buddhismus auf nur bestimmte Aspekte. Ja. Wie dem auch sei, wir haben inzwischen natürlich auch eine Anpassung des Buddhismus hier bei uns an unsere Prioritäten, an unseren Zeitgeist. Es gibt eine schöne Schrift von einer Katharina Zeming, vom radikalen Pessimismus zum Wellness-Produkt. Ja, das ist die Entwicklung, die der Buddhismus bei uns genommen hat. Ja. Da geht es halt eben um die Hoffnung auf Glück. Und Hoffnung auf Glück, das ist der Teil eines Buches eines berühmten Sinologen, Wolfgang Bauer, der nun schon 15 Jahre tot ist, China und die Hoffnung auf Glück. Nun komme ich zur Einheit der drei Lehren, und da bin ich dann aber auch schon am Ende. Seit alters her war für viele Chinesen war eigentlich klar, dass Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus sich gegenseitig ergänzen. Ja? Und ich sagte ja schon, dass die daoistische Schule der vollkommenen Wirklichkeit, die es ab dem 12. Jahrhundert gibt, dass die so gleichsam die anderen Lehren mit eingeschlossen hat in ihre Wirklichkeit des monastischen Lebens und auch in ihr Lehrgebäude. Und der Neokonfuzianismus der Song-Zeit ebenfalls, der hat sie auch, ich sagte ja, der hat Buddhismus und Daoismus aufgenommen. Ja? Dann gibt es im Neokonfuzianismus einen schönen Satz, der so gleichsam deutlich macht, dass das Wahre verschiedene Manifestationen annehmen kann. Das Prinzip ist eins, heißt es, aber seine Manifestationen sind mannigfaltig. Ja? Und hier kommt der versprochene Hinweis zu Cusanus, ja, die Einheit in der Vielfalt, ne, die wir ihm, den Gedanken, den wir ihm verdanken. Ab dem 16. Jahrhundert, also ab der Ming-Zeit, gibt es eine richtiggehende Bewegung, eine Schule der Einheit der drei Lehren. Da könnte man jetzt ein bisschen mehr drüber reden, aber inzwischen gibt es natürlich auch noch mehr Lehren. Wir haben den Islam in China, wir haben das Christentum mit steigender Bedeutung und Anhängerschaft, vor allem Protestantismus, von Religionen, von Minderheiten gar nicht zu sprechen. Und hier ein paar Beispiele, zwei Beispiele, wie der Buddhismus so gleichsam konfuzianisches und daoistisches aufgenommen hat. Hier, das sind so ganz berühmte Felsengrotten in Chongqing, die größte Stadt Chinas überhaupt, mit über 30 Millionen Einwohnern, allerdings ein Gebiet so groß wie Österreich, eine so der aufstrebenden Städte im Westen. Und das ist eine ganz tolle Anlage von Grotten. Und was wir hier sehen, ist da, das ist da ab dem 12. Jahrhundert halt eben, das hier sind Laozi, ja, das ist Laozi. Das sind daoistische Figuren, die dort in diese Grotten eingebunden werden. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir konfuzianische Rituale der kindlichen Pflichtliebe oder kindlichen Pietät, wie es heißt. Also dass die Kinder ihre Eltern ehren sollen, respektieren sollen und vieles mehr. Also da sehen wir, wie diese Dinge praktisch in den Buddhismus aufgenommen werden. Und ein letztes Beispiel ist so, dass die Geschichte der drei Lachenden am Tigerbach. Ja? Die drei Lachenden am Tigerbach, das ist eine berühmt gewordene Geschichte von drei Leuten, einem Buddhisten, einem Konfuzianer und einem Daoisten. Ja? Und zwar, der Buddhist ist ein gewisser Huiyuan. Das ist eine ganz wichtige Figur im frühen chinesischen Buddhismus. Er hat also gelebt im 4. Jahrhundert. Und was ist mit ihm passiert? Er hatte zwei Freunde zu Gast. Das ist dieser Tao Yuanming und dieser Lu Xiujing. Ja?
der eine gilt als Konfuzianer, der Daoist. Und nun ist es so gewesen, dass der Huiyuan, als er in das Kloster eintrat, ein Gelübde abgelegt hat, dass er nie das Areal des Klosters verlassen würde. Und dieses Areal des Klosters endete bei einem Tigerbach, ja, an der Brücke über einen Tigerbach. Die Brücke würde er nie überschreiten. Nun hat er diese zwei Freunde eingeladen eines Tages und hat sie dann nach Hause begleitet. Und da waren sie so lebhaft in Gespräche verwickelt über Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus, dass sie nicht bemerkt haben, dass sie über die Brücke gegangen sind. Und dann, als sie auf der anderen Seite waren, haben sie es dann trotzdem gemerkt. Und als sie es gemerkt haben, sind sie in schallendes Gelächter ausgebrochen. Ja? Kann man natürlich fragen, warum das Lachen? Ja? Lachen vielleicht einfach, dass diese heiligen Gelübde doch im Grunde nichts bedeuten, dass sie nur anhaften sind an bestimmten Vorstellungen und dass sie nicht zählen am Angesicht wahrer Freundschaft. Ja. Es ist eine berühmt gewordene Geschichte und es gibt auch zahllose Bilder davon. Hier sehen Sie den, das ist hier die Brücke über den Tigerbach, ja, und da stehen sie und lachen laut. Ja. Die Geschichte ist auch in Japan so berühmt geworden, dass es sogar ein Notdrama in Japan mit dieser Sache gibt. Ja. Und hier, das ist das Kloster an dem Dunglin-See, wo dieser Huiyuan, so heißt dieser Mönch, halt eben gewirkt haben soll. Wie gesagt, das ist am Berg Lu, eine ganz wunderbare landschaftliche Gegend. Und hier sehen Sie, wie dieses Lachen der drei auch in Japan ganz bedeutend wurde. Hier ein Zen-Bild, ja, Chan-Zen-Bild, die drei Lachenden. Da heißt es hier in der Aufschrift, das ist auf Japanisch, das kann ich gar nicht richtig lesen, aber ich habe eine Übersetzung gefunden. Warum lachen sie? Die Wolken versprechen nichts und ziehen über die Brücke am Abhang, morgens und abends in voller Freiheit. Ja? Also man ist nicht gebunden an diese Gelübde oder was weiß ich was. Ja? Und nun gibt es von Zulungpo eine Aufschrift auf diesem Bild der drei Lachenden. Und damit will ich mehr oder weniger aufhören. Da heißt es, die drei Herren, den Sinn gefunden, die Worte vergessen. Stattdessen einmal laut gelacht, in natürlichem Vergnügen. Was weiß schon ein jeder von euch? Und doch lacht ihr. In der Vielschichtigkeit des Lebens, was ist da gemein, was ist edel? Jeder lacht sein Lachen. Ich weiß nicht, welches davon das würdigere ist. Ja? Jeder lacht sein Lachen. Aber wer würde sagen, das eine Lachen ist besser als das andere? Ja? Also das bedeutet halt eben dieses Verständnis der grundlegenden Gleichheit der drei Lehren. Ja, und um es jetzt abzuschließen, wenn wir die geistigen Traditionen Chinas betrachten, heißt es häufig, die Chinesen sind Konfuzianer, Daoisten und Buddhisten, sind alles drei gleich. Ja? Sie sind Konfuzianer, wenn die Dinge gut laufen. Sie wenden sich dem Daoismus zu, wenn es schlecht geht. Gelassenheit lernen im Leben. Und sie sind Buddhisten, wenn es ans Sterben geht. Also nicht vergessen, den Amitabha-Buddha anzurufen, um halt eben in seinem westlichen Paradies wiedergeboren zu werden. Jedenfalls gibt es keinen Absolutheitsanspruch einer einzigen Lehre. Insofern können wir dieses Fazit ziehen. Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der drei Lehren. Man kann sagen, es gibt keine für wahr gehaltene Glaubensinhalte. Stattdessen kommt es auf das rechte Handeln an. Also moralische Fragen stehen im Vordergrund. Und nicht das Transzendente ist das Heilige, sondern das Alltägliche, ja, wie im Zen-Buddhismus, das Weltliche im Konfuzianismus, Erfüllen der zwischenmenschlichen Beziehungen, das Natürliche im Daoismus. Und last but not least, und auch im deutlichen Kontrast zu unseren Traditionen, die verschiedenen Schulen stehen nicht in einem gegenseitigen Verdrängungsverhältnis, sondern ergänzen einander. Da haben wir eine grundlegende Toleranz, eine Inklusivität der drei Lehren. Danke, dass Sie mir so gerne zuhören. Ist noch Zeit für Fragen? Ja, gerne. Ja, bitte. Gab es in China nie die Lehre nach dem Tod, also eingehen ins ewige Leben, wie ja eigentlich in sonst fast allen Religionen. Ja. Von Ägypten bis zu den christlichen, ja, Religionen, animistischen Religionen. Ja.
Gibt es auch. Also es gibt ja vor allem auch den Ahnenkult, der, sagen wir mal, im Konfuzianismus angesiedelt ist oder man könnte auch sagen, im Daoismus angesiedelt ist. Ja? Aber es gibt irgendwie ganz merkwürdige Vorstellungen, die von unserer nun wieder ganz abweichen, vor allem im Daoismus, dass halt eben der Mensch nach dem Tode in zwei gleichsam Seelen auseinanderfällt, in eine Körperseele und eine Geistseele. Die Körperseele, die wird so gleichsam begraben und die Geistseele, die geht irgendwie nun in ein großes Universum auf. Und wichtig ist, dass diese Dinge aber keinen Ewigkeitscharakter haben. Irgendwann hören sie auch auf zu existieren. Also es ist nicht irgendwie eine Vorstellung eines ewigen Lebens. Ja. Und der Ahnenkult ist halt eben vor allem eine Respektbezeugung unseren Vorfahren gegenüber. Konfuzius hat zum Beispiel gesagt, opfere den Geistern, also den Geistern der Ahnen, als würden sie vor dir stehen. Ja? Er hat nicht davon gesprochen, dass es diese Geister gibt. Er hat sogar irgendwie den Glauben an Geister irgendwie mehr oder weniger abgelehnt. Ja? Es gibt keine dezidierten Äußerungen von Konfuzius darüber. Aber er hat gesagt, wenn wir opfern, dann sollen wir es tun in der richtigen Einstellung. Als wenn diese Person, unser Vater oder unser Großvater, zu dessen Grab wir gehen, als würde er vor uns stehen und wir zeugen ihm Respekt. Mit anderen Worten, die Rituale sind nicht direkt an die Geister adressiert, sondern sie adressieren den Opfernden selbst. Also, dass ich praktisch mich in dieser respektvollen Haltung kultiviere, denn Respekt vor meinen Ahnen, das gehört so gleichsam zu einer kultivierten Person dazu. Dass ich denen Respekt dafür zeige, dass sie mich auf die Welt gebracht haben. Ja? Dankbarkeit, Respekt. So muss man den Ahnenkult verstehen. Ja? Also nicht irgendwie, dass ich jetzt für die arme Seele im Fegefeuer da ein Lichtchen da anzünde, sodass es bald irgendwie erlöst wird, sondern es gilt halt eben meiner eigenen Kultivierung. Ja, da hinten hat er sich gemeldet. Ich habe mal gelesen, dass viele Chinesen der Überzeugung sind, dass die Ahnen auch in das tägliche Leben noch eingreifen. Das heißt, um die Ahnen zu besänftigen, muss man ihnen Respekt zeigen und Reden ausführen, weil die, wenn man das nicht tut, einem Böses antun. Ja, das gibt es auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt auf diese Dinge habe ich nicht so viel Wert gelegt. Das wäre ein eigener Bereich. Ist auch nicht so meine Spezialität. Also vor allem die Ausprägung der daoistischen Religion, da spielt das irgendwie eine große Rolle. Ja. Aber Sie haben durchaus recht, das gibt es. Ja, die Vorstellung. Bitte. So, gibt es formale Mitgliedschaften, wie bei uns Mitglieder von den Kirchen sind? Oder gibt es Initiationsriten, wie bei uns die Taufe zum Beispiel? Also nicht, dass ich wüsste. Was man erlebt in China, ist ein allumfassender Kult für, sagen wir mal, im Rahmen buddhistischer Tempel, im Rahmen daoistischer Tempel, selbst im Rahmen von konfuzianischen Tempeln. Dass also Leute... Vor allem, sagen wir mal, am Wochenende sehen Sie, dass die Tempel sehr, sehr stark besucht sind und dass halt eben dort immer wieder verehrt wird. Die Chinesen nennen das Bye-Bye. Ja, dann nimmt man halt eben, sagen wir mal, Inzensstäbchen, die werden dann verbrannt und dann verrichtet man eine dreifache Verneigung oder auch Hinknien. Man gibt Geld und so weiter. Und das tut man halt eben... Manche tun das natürlich nur an buddhistischen Tempeln, andere tun das nur an daoistischen Tempeln. Aber es gibt genügend Chinesen, die machen da keinen Unterschied. Insofern gibt es also nicht, sagen wir mal, die reine Zugehörigkeit im Großen und Ganzen. Es gibt sicher inzwischen
viele Chinesen, die, sagen wir mal, sich als Buddhisten verstehen und halt eben auch in buddhistischen Organisationen tätig sind und halt eben, sagen wir mal, auch dabei sind, diese ganzen Feste um Tempel herum zu organisieren, sind also praktisch ein Teil davon. Aber es gibt keine, meines Wissens, kein Ritual der Aufnahme, wie bei uns die Taufe oder sowas Ähnliches, sondern man ist einfach ein Teil davon, ja. Wenn ich es richtig sehe. Ja. Bitte. In welcher Weise wird das an die jüngere Generation weitergegeben? Gibt es da auch einen formalisierten Unterricht, wie bei uns, oder läuft das so unter der Hand mit? Also wenn ich es richtig verstehe, wird das so gleichsam von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Die Kinder machen das Verhalten der Eltern nach, dass die Eltern Sonntag in den Tempel gehen und halt eben opfern und dass die Kinder das also auch von Anfang an mitmachen. Man sieht ja auch sehr, sehr viele Kinder, man sieht übrigens auch sehr viele junge Leute in den Tempeln, die alle diese Zeremonien mitmachen. Ja. Das ist erstaunlich. Also wenn man das irgendwie jetzt auch vergleicht zu der Lehre unserer Kirchen, gerade also von jungen Leuten, ja, dann ist das durch ein starker Kontrast. Ja. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, buddhistische Akademien, vor allem in Xiamen gibt es eine große Akademie, aber meines Wissens ist die natürlich hauptsächlich für die Mönche und Nonnen, die dort leben, aber wahrscheinlich gibt es dort auch Aktivitäten für das Fußvolk, für die Laien, ja, und das Engagement von Laien in buddhistischen Organisationen oder auch in daoistischen Organisationen, das ist sicher groß, ja. Gut, prima. Ich danke Ihnen sehr. Gerne. Voll für den tollen Vortrag. Ja. Wenn nicht. Ja.